Ja, Horridor mit O, Freunde der lustigen zweiten Abteilungen, beziehungsweise des zweiten Teil dieser Knotenarbeit. Wie ich schon im anderen Teil jetzt gerade sagte, der hier vor war, wir machen uns jetzt für, ja, für einen Freund oder also in dem Fall für mich jetzt für meinen Mentor und meinen Freund, dem Harald, da mache ich jetzt eine Schlaufe für sein Futteral, das er mir geborgt hat für jetzt am Freitag, weil meins zu groß ist. Also, wir ziehen das erstmal jetzt gerade. Die ganze Erklärung habe ich ja schon erzählt, das kann ich ja wegpacken. Denkt daran, wie gesagt, immer diese Paracord-Geschichten immer mit einem Elternteil, wenn ihr ein bisschen jünger seid, zu machen. Und das ist gar kein Problem. Ich habe überlegt, ich wollte erst diesen allseits beliebten, ja, diesen Knoten hier machen, dass das so übereinander liegt, dass es so eine dicke, eckige Wurst wird. Aber da ist das jetzt auch gerade ein bisschen, ja. Dafür wäre das zu so klumpig. Ich muss dann relativ Plattes haben, damit das alles funktioniert. Also machen wir unseren allseits beliebten diesen ja, Leatherback oder diesen Snake, wie man es nennen möchte. Achtet darauf, wenn ihr das macht. Ihr wollt ja so Muster haben. Nehmt nicht so die Schnüre, also dass das unten durchläuft und ihr knotet mit der nur mit der gleichen Farbe. Das gibt ein hässliches Muster, das habe ich ja schon mal erzählt. Nehmt einfach hier diese zwei Fäden, die unten durchstehen. Ne? Opa, da müssen wir ein bisschen noch mal zurückziehen. So. Weil das reicht ja eigentlich so ein kurzes Stummelchen. Wir brauchen ja nicht so viel. Wir haben jetzt hier die beiden Schnüre. So liegen da durch. Wir legen diese beiden erstmal runter. Und schon haben wir hier oben zwei Schlaufen. Das war es eigentlich im Groben Ganzen schon. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, welchen Schnur jetzt wir immer jetzt wie so eine Brezel rumwickeln. Das heißt, wir fangen mit Orange an. Legen den einfach drüber, Hokus Pokus, und den bunten, sage ich jetzt mal, legen wir oben drüber und ziehen den einfach hier hinten durch den Orangenen quasi durch. So, guck mal, das war es schon. Jetzt machen wir das ein bisschen fest, nicht allzu fest, weil wir wollen das ja erstmal richtig kordeln oder knüpfen. So, also wir haben ja mit Orange angefangen, das heißt, wir legen Orange auch wieder rüber und den bunten unten durch für den Orangenen oben durch. So, und den ziehen wir jetzt ein bisschen fester. Bisschen nachknibbeln hier von dem, was da oben raussteht. Zack. So, das war eigentlich schon die ganze Vorarbeit. Und jetzt geht es einfach nur darum, rasch Knoten schlagen. Orange oben drüber. Bunt unten durch. Orange drüber, bunt unten durch. So. Jetzt mache ich mal die Kamera ein bisschen näher, dass ihr das, wie gesagt, auch gut sehen könnt letztendlich. Also hier ist jetzt schon mal dieser Knoten. Ihr seht das ja. So. Ist ein bisschen tarnfarben und dann halt das Orange, das ist halt bei der Jagd mal recht gern genommen. Also Orange oben drüber, bunt unten durch. Zack, wieder festziehen. Dann Orange oben drüber und bunt unten durch. Das ist halt dann, wie gesagt, was wir auch da mal gebastelt haben. Wir haben uns ja einen schönen Schlüsselanhänger gebaut. Das ist der jetzt quasi in klein. Deswegen könnte das jetzt so wirklich kein Teufelswerk. Das macht hier, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert, 3 Minuten mit Laberababa. Das ist gar nicht schlimm. Und jetzt kommt nämlich der springende Punkt bei der Sache. Dieser Knoten soll nicht mehr aufgehen. Das heißt, ich mache jetzt noch einmal. Ne, das passt nicht mehr. Jetzt muss ich das abschneiden. Bitte, oh, das war der falsche. Bitte mit Messer, mit Feuer oder auch mit Schere. Wenn ihr jünger wie 18 Jahre seid oder 16, ich will euch ja nicht bevormunden. Bitte, ich kann es immer nur wiederholen. Bitte nehmt eure Eltern oder die größeren Geschwister bei Hand, weil es einfach, das ist scharfkantig, das ist ein Messer, das ist kein Spielzeug. Ne? Man kann sich da ganz böse verletzen. So. Hat ja nichts damit zu tun, dass ihr noch nicht, dass ihr keine großen Kinder seid, wie auch immer. Nur es kann halt was passieren, das möchten wir nicht. Und ich möchte das auch nicht, dass nachher heißt hier der Matze, der hat euch da so einen Unsinn erzählt. Ne? Und jetzt habt ihr euch geschnitten. Ne? Nee, nee, das machen wir nicht. Da haben wir nichts mit am Hut. So, wichtig, das Messer immer, wenn es sich braucht, ist zu.
So, jetzt zoomen wir ein bisschen hinaus. Und jetzt kommt das hier bei dem Ende. Das ist jetzt eigentlich gar nichts Wildes. Das ist nur diese Stummeln sozusagen. Die löten wir jetzt eigentlich quasi an. Also das heißt, wir haben die Flamme da ein bisschen daneben und lassen es einfach nur schmilzen. Drehen das mal um. Also da machen wir jetzt gar nicht so ein großes Hektik draus. Und achte darauf, dass es auch nicht ankugelt, weil wenn es ankugelt, wird es schwarz und das sieht nicht schön aus. Und jetzt habt ihr eine richtig schöne runde Stelle und drückt mit dem Feuerzeug einfach einmal da drauf. So, seht ihr? Dann ist das Ding verlötet. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. Gesagt, nicht direkt in die Flamme, sondern daneben halten. Schmilzen lassen, schön. So, und dann wieder platt drücken. Das machen wir jetzt oben auch. Wie ich schon mal sagte, wir machen das dann natürlich nicht bei der eigentlichen Kordel, sag ich jetzt mal, die wir in der Hosentasche haben. Das ist eigentlich jetzt mal nur zum Hingucken. Ja, das ist ein bisschen was Schönes, weil wir wollen den ja eventuell in Notfallzeiten zum Beispiel einfach aufkordeln. Das heißt, wir wollen dann ja auch ganz normal das rausziehen können. Und das können wir nicht, wenn es natürlich dann miteinander verschweißt ist. Schau, jetzt habt ihr so einen kleinen, niedlichen Anhänger und den lege ich dann hier in das Futteral rein. Hier oben dran kommt der. Und dann habe ich dann, wenn ich das zumache, gegen schwerläufige Dinger habe ich natürlich nichts da, außer gutes Waffenfett. Also das wird dann hier reingenäht, die Spitze, und dann kann man hier mit einem Schlüssel das quasi festmachen. Das reicht völlig aus. Da hat der Gesetzgeber gesagt, das ist okay. Achso, wir müssen natürlich dann die Kordel selber noch einmal durchziehen. Das heißt, der muss ja, damit er hier so ein bisschen Spiel hat. Ne? Könnte auch was anderes reinmachen, zum Beispiel so einen Karabinerhaken oder was euch da gefällt. Wichtig ist halt, dass das irgendwie dann hier mit dem Schloss, das ist ausreichend, das ist eine Schnur, ne? Und das hat nichts damit zu tun, dass es jetzt hier wie ein Tresor abgeschlossen ist, weil das ist eine Stofftüte, die kann man einfach aufschlitzen und die Waffe rausnehmen. Es geht nur darum, dass man halt diesen schnellen Zugriff damit quasi klein hält. Ja, dann würde ich jetzt einmal hier einen Cut kurz machen. Ich nähe es jetzt einmal ran. Ist natürlich Blödsinn, dass, also wenn ich jetzt anfange, jetzt hier das zu nähen, ich mache das einfach im zweiten Teil. Deswegen, ich lege das hier so ein bisschen hin. Das hier, so und so. Und dann wissen wir ja gleich im Anschluss auch mit der Schnur, dass das dann hier weitergeht. Deswegen, ich nähe das jetzt einmal an ohne Video und zeige euch das dann einfach. Ich schneide das einfach hinten mit dran. Dann räume ich das auf, dann wisst ihr aber nur vorwiegend, falls das unterbrochen sein sollte, dass das der zweite, also das ein Teil nachher zusammen ist. Gut, dann bedanke ich mich trotzdem schon mal fürs Zuschauen. Und vielleicht gefällt euch ja diese Idee und setzt das auch mal um. Ihr könnt das auch am Rucksack festnähen. Und deswegen nehmt diese richtige Angelschnur, die aus so, also aus Faser, also jetzt nicht Nylonschnur, sondern richtig die geflochtene, weil die viel mehr aushält und auch flexibler ist. Und man sieht sie nachher nicht so. Gut, dann bis später und auch du mit O.